Ja, mein Name ist Christian Walter von Tradevoda. Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Das heutige Thema sind Candlesticks, Kerzenformationen und wie man die besten Kerzenformationen erkennt. Kurz zu meiner Person, ich habe in Leipzig Wirtschaftsmathematik studiert und befasse mich schon seit längerem mit dem Aktienhandel, Optionshandel und möchte Ihnen heute ein paar Dinge hier mit auf den Weg geben, ein paar Informationen und auch Erfahrungen. Viele von Ihnen werden sicherlich schon einige Kerzenformationen kennen, auch verschiedenste vielleicht schon selbst gehandelt haben. Und Ziel des heutigen Webinars, des heutigen Videos, sollte sein, Ihnen mal die wichtigsten Basics zu zeigen und das wirklich auch für jemanden, der jetzt komplett neu ist, mit zu erlernen. Und dazu brauchen wir erstmal die Basics. Was ist über eine Kerze? Sie sehen hier einen Kerzenchart. Ich denke, die meisten werden es kennen. Wir haben grüne Kerzen für steigende Kurse, wir haben rote Kerzen für fallende Kurse und im Prinzip sind es eigentlich nur vier verschiedene Kurse, die eine Kerze ausmachen. Und zwar haben wir einmal den Öffnungskurs. Bei der grünen Kerze ist das immer der untere Rand, der untere Kerzenkörperrand. Der Schlusskurs, das heißt der letzte festgestellte Kurs in dieser Einheit, dann oben der obere Kerzenrand. Und dann hat man so gesagt noch den Docht und die Lunte. Das heißt, das ist dann der Höchstkurs. Sieht man vielleicht hier ganz gut bei dieser Kerze mit dem großen Ausschlag. Das heißt, hier ist der Tiefkurs, auch im Englischen als Low bezeichnet. Hier oben haben wir den Höchstkurs als High und dann halt Open, also Öffnungskurs und Schlusskurs. Und bei der roten Kerze ist es im Prinzip genau andersrum. Da haben Sie den Öffnungskurs hier und den Schlusskurs dann unten. Dadurch erkennt man auch sofort, dass es sich um einen fallenden Markt handelt oder eine fallende Bewegung. Das sind so die Basics und mit diesen vier Kursen können Sie quasi alle Kerzenformationen bestimmen. Und heute wollen wir Ihnen mal ein paar wirklich profitable Kerzenformationen hier präsentieren. Wir hatten uns ja gerade eben die vier Kurse, die eine Kerze ausmachen, angeschaut und wollen jetzt mal in so eine Kerzenformation reingehen und mal ein Exemplar oder ein Beispiel rausgreifen, wie so eine Kerzenformation definiert ist. Dazu würde ich erstmal in Theorie das Ganze einzeichnen. Wir haben hier eine rote Kerze. Nochmal zur Erinnerung für der Kerze, bei einem roten Kerzenkörper haben wir hier oben, ich schreibe es mal in Englisch, den Öffnungskurs oder den Open-Kurs. Wir haben unten den sogenannten Schlusskurs oder Close-Kurs und dann hier den Hochkurs, kann man ausschreiben, High und Low, was dann Tiefkurs und Hochkurs der Kerze bestimmt. Das waren die vier Kurse, die wir gerade eben besprochen haben. Und jetzt kommen wir zur ersten Kerzenformation. Nach der roten Kerze brauchen wir eine grüne Kerze. Und was macht diese Formation aus? Das heißt, wir haben jetzt eine fallende Bewegung bei der Aktie mit der roten Kerze ausgedrückt. Und jetzt wird das Ganze korrigiert. Das heißt, hier ist der Schlusskurs, die letzte Kursfeststellung. Die neue Kerze macht dann in der Regel auch hier in dieser Ebene auf und korrigiert jetzt alles, was wir hier als Bewegung gesehen haben, komplett entgegengesetzt. Das heißt, wir haben hier leicht fallende Kurse und jetzt der nächste Kerzenkörper ist deutlich größer als das, was wir zu Beginn gesehen haben. Wir können hier natürlich auch noch kleinen Docht und kleine Lunte einzeichnen. Aber wichtig ist, dass das hier, der Kerzenkörper, deutlich größer ist als was wir bei der roten Kerze gesehen haben. Nochmal zur Verinnerlichung, dass Sie hier auch sehen, das ist dann hier der Öffnungskurs, hier haben wir den Close-Kurs und High und Low bleibt identisch. Das nennt man ein Bullish Engulfing auf Englisch, also eine bullische Kerzenformation. Wir haben einen kleinen Kerzenkörper mit fallenden Kurs und dann den stabilen Kerzenkörper, wo dann die Käufer alle reinspringen und das Ganze nach oben ziehen. Und solche Formationen sind natürlich besonders interessant im Chart rauszusuchen. Und das können wir mit der TradeStation-Plattform automatisieren. Und zwar habe ich Ihnen hier schon mal ein Beispiel rausgesucht. Das wollen wir jetzt mal etwas größer zoomen, weil das ist genau das, was wir uns gerade angeschaut haben. Es ist ein bisschen klein von der Kerze. Das heißt, hier haben wir einen kleinen roten Kerzenkörper. Dann wird das Ganze komplett korrigiert. Es ist sogar viel größer als die rote Kerze zuvor. Und wir sehen, hier passt das natürlich super. Wir haben dann hier diese Aufwärtsbewegung und Sie sehen hier unten, haben wir die Möglichkeit oder wird das als Signal angezeigt. Das erkennen Sie hier
an diesem kleinen grünen Strich. Wir werden später noch schauen, dass wir das natürlich automatisiert auf verschiedenen Aktien machen, weil ganz ehrlich, mit einer gewissen Erfahrung sehen Sie natürlich hier, okay, roter Kerzenkörper, grüne Kerze ist größer, dann erkennt man das natürlich mit dem bloßen Auge. Aber wenn Sie jetzt 100 Aktien haben und das automatisiert auf 100 Aktien auf Minutenbasis filtern wollen, da bringt Ihnen die TradeStation-Plattform einen Riesenvorteil und dafür haben wir auch diese Indikatoren programmiert und das wollen wir uns natürlich dann im Anschluss gleich noch einmal detaillierter anschauen. Nachdem wir das Bullish Engulfing uns angeschaut haben, als Kerzenformation jetzt der Gegenpart dazu, das bärische Engulfing. Hier ist es im Prinzip genau andersrum. Wir haben eine grüne Kerze, also Sie müssen sich vorstellen, gefüllter Kerzenkörper, das heißt Öffnungskurs, Schlusskurs, Hoch- und Tiefkurs. Und jetzt, nachdem die Käufer nicht die Überhand gewonnen haben, haben wir eins, die nächste Kerze eröffnet und dann passiert Folgendes, ich mache es jetzt mal ein Stück weit extremer, dass Sie es auch sehen, diese grüne Kerze wird komplett korrigiert, das heißt sogar viel größer, das ist wieder das Wichtige, wir haben den Kerzenkörper hier, der deutlich größer ist als der vorhergehende grüne Kerzenkörper und das nennt man bearish engulfing und da wollen wir uns auch das Ganze einmal im Chart anschauen. Hier haben wir nämlich so ein Beispiel, vielleicht können wir das hier unten an dem Strich ganz gut erkennen, dass wir im Prinzip hier so eine Formation haben und genau wie ich es gerade eben beschrieben habe, wir haben hier sehr schön der Anstieg bei American Airlines das Beispiel, der Aktie, das sind immer Tageskerzen. Und dann die rote Kerze korrigiert komplett den vorhergehenden Tag und geht noch sogar viel weiter. Und wir sehen, das geht dann zwei Tage in Folge weiter nach unten. Und das sind die Kerzenformationen, die uns interessieren. Und diese Kerzenformationen, wie gerade eben schon gesehen, wollen wir natürlich im Chart uns einmal anzeigen lassen. Sie erkennen sie natürlich auch dann mit bloßem Auge. Aber der nächste Schritt ist, glaube ich, der interessante. Das kann man auf einer Vielzahl von Aktien screenen. Und sich als Alarm anzeigen lassen. Das heißt, Sie können sich das aufs Handy als Alarm schicken, wenn es irgendwo passiert. Sie können sich das per E-Mail schicken lassen. Und man kann im Prinzip da auch sein Trading effizienter gestalten, dass man nicht mehr den ganzen Tag vor dem PC sitzt, sondern nur wartet, bis so ein Alarm erscheint, bis so ein Alarm auftritt. Ob Sie da am PC sitzen oder unterwegs sind, spielt keine Rolle. Diese Möglichkeiten bietet Ihnen die TradeStation-Plattform. Jetzt möchten wir noch zwei weitere Kerzenformationen oder ganz einfache Kerzen präsentieren, die, glaube ich, auch jeder mit einer Kerzentechnik am Anfang lernt. Das eine ist der sogenannte Hammer. Das heißt, wir haben einen grünen Kerzenkörper und in der Regel eine extrem lange Lunte. Was zeigt uns das an? Dass im Prinzip erst die Verkäufer hier die Überhand hatten, somit den Preis nach unten gedrückt haben. Aber dann den Schlusskurs, der hier oben ist, die Verkäufer wieder in den Markt eingestiegen sind und die Kerze grün gemacht haben und nach oben das Ganze nach oben gedrückt haben. In der Bewegung der Kerze sehen Sie das dann besser, wenn es live läuft. Und genau so ein Beispiel haben wir jetzt hier. Und das kann auch dieser Indikator, den wir hier erstellt haben, uns anzeigen. Das heißt, Sie müssen gar nicht mehr nach solchen Kerzenformationen suchen. Das System macht das für Sie und wir werden das auch gleich sehen, was der Vorteil der TradeStation-Plattform ist, dass wir das nicht auf einer Kerze nur machen können, sondern auf beliebig vielen und wie vorhin schon erwähnt, dann auch dementsprechend Ihnen die Alarme dazu zeigen können. So, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das war, wie gesagt, der sogenannte Hammer. Und das Pendant dazu oder das Gegenbeispiel dazu ist dann der sogenannte Shooting Star. Da haben wir genau die umgedrehte Variante. Wir haben eine rote Kerze, also wieder einen roten Kerzenkörper. Oder das Ganze ist ein bisschen schief gelaufen. Hier oben der Eröffnungskurs ist und wir jetzt hier eine sehr große Lunte haben. Was bedeutet das? Hier hat die Kerze ja geöffnet. Am Anfang hatten die Käufer die Überhand, haben den Preis nach oben gedrückt, bis dann am Ende der Kerze doch die Verkäufer Überhand genommen haben. Dadurch ist die Kerze rot geworden. Und genau so ein Beispiel finden Sie hier. Und das hat auch hier das System, dieser Indikator, erkannt. Und das Gute ist für alle, die sich für die TradeStation 9.5 von TradeStation Global entscheiden, den geben wir diesen Indikator sowie den vorher gesehenen kostenlos mit an die Hand.
Und hier sehen wir ein Screening, das heißt, was wir jetzt gerade eben an einem einzelnen Chartbild gesehen haben, kann ich hier auch eine Vielzahl von Aktien, wir haben jetzt hier mal über 20, 30 verschiedene Titel eingefügt, durchlaufen lassen. Wir sehen unsere Formationen, die wir gerade besprochen haben, das heißt einmal das Engulfing und einmal den Hammer und den Shooting Star. Und der Riesenvorteil, das System erkennt jetzt automatisch aus einer Vielzahl von Werten, es geht natürlich für Forex, Futures überall identisch, ob wir hier einen Hammer haben, das habe ich hier mit einer grünen 2 gekennzeichnet, also grün auch für bullish, oder ob wir einen sogenannten Shooting Star haben, was man mit einer roten 1 gekennzeichnet sieht. Und da kommt die TradeStation ins Spiel, die Ihnen die Möglichkeit bietet, selbst Systeme zu erstellen oder solche Systeme einzubinden. Wir würden jedem, der jetzt über den Link unten ein TradeStation-Konto eröffnet, genau diese Dinge zur Verfügung stellen, auch diese Workspaces, weil somit können Sie sich Alarmfunktionen einrichten, das als E-Mail, als SMS, als Pop-up-Window direkt auf Ihrem Bildschirm ausgeben lassen und somit keine dieser Kerzeninformationen mehr verpassen, weil der Riesenvorteil auch hier bei der TradeStation, Sie klicken die Aktie an, wir haben ADP, also Automatic Data Processing, was genau hier so einen Shooting Star hat. Und wenn wir jetzt in den Chart gehen, werden wir eins sehen. Sie sehen jetzt hier, das ist genau der Shooting Star, wie wir ihn zuletzt definiert haben. Ganz kleiner Kerzenkörper, riesen Docht und das auch unten nochmal als Alarm mit ausgegeben. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil Sie müssen nicht mehr einzelne Chartbilder, Sie müssen keine 30 Charts anschauen. Sie haben ein Screening, was das für Sie erkennt. Und wenn Sie hier weitere Informationen, weitere Chartbilder, wir haben jetzt nur mal drei Beispiele rausgesucht, noch sehen wollen, dann werden wir Ihnen das im September zum nächsten Webinar präsentieren. Also subscriben Sie unseren Channel, verpassen Sie nicht das nächste Webinar zum Thema Candlestick Patterns. Und all diejenigen, die mit der TradeStation-Plattform arbeiten, kriegen, wenn Sie dieses Konto über den Link unten öffnen, genau diese Tools mit an die Hand. Und natürlich noch vieles mehr und wir helfen Ihnen logischerweise auch beim Einrichten dieser Tools. Also abonnieren Sie unseren Kanal und ich würde mich freuen, Sie bei den nächsten Webinaren wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Channel, um kein Video zu verpassen und um mehr Informationen zur TradeStation-Plattform zu bekommen, schauen Sie unten links die Playlist zu allen wichtigen Informationen zur TradeStation-Plattform und allen weiteren wichtigen Tools an.